Ich zeige euch jetzt etwas, wie man Schädlinge bekämpfen kann. Wir haben hier eine Pflanze, die befallen ist von sogenannten Wollläusen. Ihr werdet gleich eine Nahaufnahme sehen. Das sind dann so kleine watteartige Büschelchen, die ihr in den Blattachseln seht. Und darunter befinden sich kleine saugende Insekten. Die saugen also der Pflanze Saft ab. Die leidet darunter, die Pflanze. Sie wird daran zwar nicht sterben, aber lästig ist es und schön auf gar keinen Fall. Wenn wir die Insekten bekämpfen, dann machen wir das zum einen mechanisch, gleich mit einem scharfen Wasserstrahl und anschließend dann noch mit diesen Komponenten. Es sind ja Insekten, die sich durch diese Wolle, durch diesen weißen Belag schützen. Und um die davon zu befreien, haben wir zum einen etwas Flüssigseife, die wir hier in dieses Becherglas hineingeben. Da reichen so 3 Spritzer. Hinzu kommt dann Spiritus und als letzte Komponente Wasser. Das Ganze verrühren wir ein wenig. Nicht erschrecken, wenn es ein bisschen warm wird. Es wird so ein bisschen lauwarm, wenn sich Wasser und Spiritus miteinander vermischen. Und dann füllen wir es ab in eine herkömmliche Spritze. Und jetzt kann es losgehen. So, jetzt kommt der scharfe Wasserstrahl, mit dem wir die Läuse abspritzen. Und das von mehreren Seiten. Und das war der erste Teil. Was jetzt noch zu tun ist, ist, dass wir die Pflanze einsprühen mit der Lösung, die wir vorhin zubereitet haben, aus Wasser, Spiritus und Flüssigseife. Damit erreichen wir die Blattläuse, die wir vorhin vielleicht nicht erreicht haben, aber auch gegebenenfalls deren Brut, das heißt Eier. Und wir sollten die Pflanze auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch im Auge behalten, ob sich da weitere Wollläuse zeigen. Ansonsten geht es der Pflanze jetzt wesentlich besser als vorher. Wenn dann nach 2-3 Wochen wieder Läuse auftauchen, die ganze Prozedur einfach wiederholen. Und wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann geht es der Pflanze wieder richtig gut.